Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und der Vers in Hebräer 4,12 zeichnet uns ein Bild der Gegensätze. Zuerst die Seele und der Geist, dann Gelenke bzw. Knochen und Mark und dann die Gedanken und das Herz. Und da lesen wir Folgendes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Es dringt durch und deshalb ist es lebendig und wirksam. Und das wird hier verglichen mit einem zweischneidigen Schwert, das Seele und Geist trennt. Und warum sollen denn Seele und Geist getrennt werden? Der Mensch besteht doch aus einer Einheit von Geist, Seele und Leib. Die Seele ist unsere Persönlichkeit, dein Charakter, unser Ich. Und sie besteht aus Verstand, die Fähigkeit zu denken, nachzudenken, unser Wille, um Entscheidungen zu treffen, und aus unseren Gefühlen, unseren Emotionen, die manchmal richtig Achterbahn mit uns fahren. Unser Geist dagegen beheimatet den Heiligen Geist. Und wenn wir uns Gott zuwenden und ihm unser Leben ausliefern, kommt Gottes Geist in uns. Er wohnt in unserem Geist, nicht in unserer Seele. Unser Geist wird auch oft als unser Herz bezeichnet. Und das ist das Innere unseres Wesens. Das, was da ganz im Verborgenen sich bei dir abspielt. Und weiter heißt es in dem eben gelesenen Bibelvers, bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Eine Trennung von Seele und Geist. Und in manchen Übersetzungen heißt es Mark und Bein. Und dieses Bild bedeutet, im Knochenmark ist das Leben. Es produziert die Blutkörperchen und somit unser Blut. Der Knochen selber aber hat kein Leben. Er wird gespeist von Blutadern von außen. Und wir sehen hier deutlich den Unterschied dieses Mark und Bein. Das eine ist Leben und das andere in sich selbst Tod. Und wenn wir weiterlesen, das Wort Gottes, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gedanken kommen aus unserem Verstand, Gesinnungen des Herzens aus unserem Geist. Auch da sehen wir diese Trennung. Wir sehen deutlich den Gegensatz. Und bei jedem dieser Beispiele haben wir diese beiden Auswirkungen. Geistlich oder seelisch, lebendig oder tot. Matthäus 16, Vers 25. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Sein Leben retten heißt, selber alles machen wollen. Sein Leben selber im Griff haben. Und wir sollen also unsere Seele verlieren. Verleugnen heißt es auch an anderer Stelle. Und verleugnen heißt, unsere Seele soll nicht mehr im Vordergrund stehen, nicht mehr die Oberhand haben, nicht mehr dominieren. Also unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Wille, ja, unsere Gedanken. Die Führung und Leitung unseres Lebens soll Jesus haben.
Und den haben wir in uns, in unserem Herzen, in unserem Geist. Römer 8, Vers 12 und 13. Und da heißt es: So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt nicht, dass wir physikalisch sterben müssen, sondern die Frage, wie viel Gewicht hat deine Seele in deinem Leben? Verstand, Wille und Gefühle. Wie viel Gewicht hat es in deinem Leben? Mehr als dein Geist, in dem Jesus regiert. Dein Ich. Unsere Seele wird als unser Fleisch bezeichnet. Wenn wir also nach unserer Seele leben, werden wir geistlich sterben. Der Heilige Geist muss die Herrschaft über unsere Seele haben. Wir müssen Verstand, Wille und Gefühle unter die Herrschaft Jesu bringen. Wenn wir von unserer Seele abhängig sind, hat Gottes Geist nicht die Herrschaft in unserem Leben. Zum Beispiel, wenn uns unser Verstand beherrscht, so unsere Klugheit, wo wir immer denken, wir wissen alles, wir sind so klug. Und Vertrauen und Glaube an die Hilfe des Heiligen Geistes auf der Strecke bleibt. Ja, also auf der einen Seite unser Verstand, Wille, Gefühle und auf der anderen Seite Vertrauen und Glauben an den Heiligen Geist, an Jesus. Geistliche Menschen sind von Gott abhängig, werden vom Heiligen Geist geführt. Seelische Menschen sind von sich selbst abhängig, entscheiden nach ihrem Denken, ihren Gefühlen oder ihren Meinungen. Und viele Christen konzentrieren sich auf ihr Seelenleben, auf ihrem Ich, auf ihr Ich. Sie haben den Geist empfangen, aber leben nicht im Geist. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes bzw. Kinder Gottes. Wir sollen vom Geist Gottes geführt werden. Und somit können wir nicht von unserer Seele geführt werden. Verstand, Wille, Gefühle. Nur einer kann führen. Nur einer kann Herr sein. Und viele Christen täuschen sich selbst. Sie denken, weil sie den Geist empfangen haben, sind sie geistliche Menschen. Sie sind aber auf sich selber fokussiert, auf ihr Ich. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben bei unserer Bekehrung, sind wir noch keine geistlichen Menschen. Wir müssen im Geist leben. Es heißt, wir sollen im Glauben leben und nicht im Schauen. Das eine ist geistlich und das andere ist seelisch. Wenn du nur glaubst, was du siehst, lebst du seelisch. Und den Geist empfangen zu haben, macht uns noch nicht geistlich. Wir haben gesehen, es gibt eine scharfe Trennung von Geist und Seele. Und die Frage ist, was mache ich mit meinem Ich? Und oft hüpfen wir von einem zum anderen. Mal sind wir geistlich, mal seelisch, hin und her. Gott will aber, dass wir immer geistlich leben. Ein geistlicher Mensch sagt: Ich brauche nicht Menschen, ich brauche Jesus. Ich höre nicht auf Menschen, sondern auf Jesus. Und oft hören wir auf unsere Gefühle. Der Teufel will uns täuschen und wir fallen immer wieder darauf herein, obwohl wir es besser wissen. Jakobus 1, 22.
Da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und wir betrügen uns selbst, wenn wir alles christliche Wissen in unserem Kopf anhäufen und denken, wir sind geistlich. Wissen ist in unserer Seele, in unserem Verstand. Matthäus 7, 24 und 25. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Dies ist ein geistlicher Mensch, der das Wort hört und in die Praxis umsetzt. Ein weiser Mensch. Und Vers 26 und 27, da steht, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute, und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Dieser Mensch ist töricht. Er hört das Wort, aber er setzt es nicht um. Er häuft sein Wissen in seinem Verstand an. Er hat den Geist empfangen, lebt aber nicht danach. Er weiß, was das Wort sagt, tut es aber nicht. Und der Lebenssturm kommt und das Haus bricht zusammen. Und wir haben alle diese Stürme des Lebens. Und wenn wir nicht fest gegründet sind und wirklich im Geist leben, fällt unser Haus zusammen, wenn diese Stürme kommen. Er weiß die Wahrheit, jener Mensch, aber macht seine eigenen Entscheidungen und ignoriert den Geist. Wer von seiner Seele abhängig ist, dessen Haus bricht zusammen. Das heißt, er wird nicht in der Lage sein, im Sturm geistlich zu überleben. Hast du dein Leben in Kontrolle oder hat Gott das Sagen? Jesus hat ein perfektes geistliches Leben geführt. Er sagte zum Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er war vom Geist geführt. Und das lesen wir sehr eindrücklich in Matthäus 4, Vers 1 bis 10. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben,
Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die Natur dieser Versuchungen war seelischer Natur. Der Teufel hat ihn genau da angegriffen, wo wir schwach sind, wir Menschen. Jesus war auch Mensch. Und da, wo wir schwach sind in unserer Seele, da hat der Teufel ihn versucht anzugreifen. Er sagte, Jesus, du hast Hunger, so verwandle doch die Steine in Brot. Du kannst das doch. Triff eine seelische Entscheidung und benutze die Salbung, die du hast, für dich selbst. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Sein Hunger hat ihn bestimmt auch in seinem Verstand gesagt, das könnte ich tun. Doch er tut es nicht. Er tut nur, was der Vater sagt. Alle Reiche bietet der Teufel, wenn du mich anbetest. Entscheide selbst, höre nicht auf den Vater. Du bekommst alles. Welche Verlockung. Aber das hätte Jesus alles gekostet. Und hier sehen wir ganz klar eine Trennung, geistlich oder seelisch. Was es uns kostet, wenn wir geistlich oder seelisch entscheiden. Hätte Jesus mit seiner Seele und seinem Ich entschieden oder seinen Emotionen, gäbe es keine Erlösung. Für niemand. Er hätte alles kaputt gemacht damit. Jesus musste diesen Test bestehen, bevor sein Dienst anfangen konnte. Und danach beginnen die Wunder, weil er nach dem Geist lebte und nicht nach dem Fleisch. Ein seelischer Gläubiger hat nicht gelernt, Gott zu vertrauen. Die Herausforderungen, die wir manchmal haben, sind dazu da, um zu lernen, Gott zu vertrauen. Der Unterschied ist, vertrauen wir uns selber oder vertrauen wir Gott? Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vertrauen mit dem Herzen ist geistlich und Vertrauen mit dem Verstand ist seelisch. Leben wir nach unserem Verstand, unserem Willen und unseren Gefühlen, tun wir auch viele gute Dinge. Es ist nicht alles schlecht, was wir aus unserem Seelenleben heraus tun. Und das ist der Grund, warum Menschen oft sagen, ich bin ein guter Mensch, ich brauche keinen Gott. Ein guter Mensch zu sein, reicht nicht. Gute Dinge zu tun aus der Seele heraus, reicht nicht. Sie sind für Gott wertlos. Alles, was aus der Seele herauskommt, ist fleischlich. Es kommt nicht von Gott. Es kommt aus unserem Ich. Stolz, Ehre, Selbstgerechtigkeit. 1. Korinther 3, 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Alle unsere Werke, alles, was wir getan haben, wird einmal geprüft werden. Und zwar durchs Feuer.
Und wir können hier zwei Kategorien erkennen. Wieder diese Gegensätze. Einmal Gold, Silber und Edelsteine. Diese werden das Feuer durchstehen. Sie werden nicht verbrennen. Das sind unsere geistlichen Werke, beziehungsweise Dinge, die wir getan haben nach Gottes Willen. Werke des Geistes, was der Geist in und durch uns tut. Der Geist ist ewig und bleibend und deshalb wird das nicht verbrennen. Der Geist bringt die Frucht hervor, die bleibt. Und die andere Kategorie ist Holz, Heu und Stroh. Und diese Werke werden verbrennen durch das Feuer, durch die Prüfung, durch Feuer. Das heißt, sie haben keinen ewigen Bestand, weil sie aus unserer Seele geboren sind. Es kam nicht aus Gottes Willen, wenn es auch noch so gut gemeint war und auch gut aussieht. Menschen tun viele gute Dinge, doch es reicht nicht. Das wird alles verbrennen, wenn wir vor Gott stehen. Es hat vor Gott keinen Bestand. Und warum ist es so wichtig, dass unsere Taten dem Prüfungsfeuer standhalten? Du denkst vielleicht, ist doch egal, Hauptsache ich bin im Himmel. Du bist zwar gerettet, aber du wirst Schaden erleiden, so steht es hier in diesem Bibelvers. Du stehst mit leeren Händen da und dein Lohn ist dahin. Wenn wir unsere Seele bzw. unser Leben verleugnen, werden wir Lohn dafür bekommen. Paulus vergleicht das mit einem Wettlauf. 1. Korinther 9, 24 und 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und ein vergänglicher Kranz ist der, wenn nichts übrig bleibt von unserem Lauf, seelisch alles verbrennt. Richte deinen Blick auf einen unvergänglichen Siegespreis. Richtig zu laufen und am Ziel anzukommen. Bleibe nicht stehen. Viele fangen sehr gut an und bleiben mittendrin stehen. Und statt zu überwinden, leben sie in ihrem Seelenleben weiter. Und das geistliche Leben bleibt auf der Strecke. Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das Erbe gehört den Überwindern. Und eines haben alle Briefe an die Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 gemeinsam. Es heißt, wer überwindet. Wer sein Seelenleben überwindet und der Heilige Geist regieren darf in seinem Leben. Die Bibel sagt uns, dass wir Lohn bekommen werden aufgrund von dem, was wir getan haben. Offenbarung 22, 12. Und da steht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Wie ist unser Werk? Gold, Silber, Edelsteine, also geistlich, oder Holz, Heu oder Stroh, seelisch. Dein Lohn im Himmel richtet sich nach dem, was du in deinem Leben umgesetzt hast. Ein geistliches oder ein seelisches Leben. Und die Frage ist, welches Gewicht hat deine Seele in deinem Leben?
Und wie wird Gott das beurteilen? Wir sollten diese Fragen nicht aus den Augen verlieren. Jeder ganz persönlich. Wichtig ist, dass wir ankommen und den Lohn erhalten, der uns verheißen ist. Amen.